Liebe Fußballfans, willkommen zu diesem Spiel. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Durch das Spiel begleiten Sie ihn, wie gewohnt, Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. Arminia Bielefeld gegen VfL Wolfsburg. Wir sind also in der Liga zu Gast. Eine sehr reizvolle Partie. Zwei interessante Mannschaften, vor allem in dieser Saisonphase. Da ist das sowas wie ein Highlight. Die Stimmung ist riesig. Auf den sollten wir heute ganz besonders achten, Buschi. Auf ihn müssen Sie besonders aufpassen. Er ist richtig stark im Abschluss. Andreas Vogelsammer. Die Gastgeber haben sich heute für diese Aufstellung entschieden. Bei Ihnen wird heute sicher viel über die Außen gehen. Das bietet sich beim 4-3-3 an, vor allem wenn die Außenstürmer wirklich an der Linie draußen bleiben. Also sie wollen das Spiel breit machen. Die Aufstellung des VfL Wolfsburg, so gehen sie in diese Begegnung. Dankeschön. Wir spielen heute in einem offensiven 4-5-1. Interessante Entscheidung, Wolf. Da ist eine Menge los im Mittelfeld. Da brauchst du gute Leute, da brauchst du Laufbereitschaft und Flexibilität. Und jetzt geht's los. Der Schiedsrichter pfeift die ersten 45 Minuten an. Arne Meyer. Fabian Klos. Super dazwischen gegangen. Philipp. Wout Weghorst. Maximilian Arnold. Brooks. Philipp. Jetzt könnte es gefährlich werden. Schönes Zuspiel hier. Aus dem Angriff können sie nichts machen. Ball läuft klasse bei Wolfsburg. Holt sich den Ball im eigenen 16er. Wout Weghorst. Maximilian Arnold. Wout Weghorst. Ja, immer wieder diese schönen Pässe. Yannick Gerhardt. Weg ist der Ball. Fabian Klos. Ritsu Doğan. Arne Meyer. Viel mit Auge. Ritsu Doğan. Kein guter Schuss, der geht weit vorbei. Wir organisieren Auswärtsfahrten zu allen Spielen. Wenn Sie dabei sein wollen, gehen Sie auf unsere Webseite. Da finden Sie alle Infos. Auswärtsfahrten, das muss man mal erlebt haben. Vielen Dank.
Wout Weghorst. Da mit viel Übersicht. Klasse Pass. Da fällt das erste Tor an diesem Tag. Wir sehen noch mal die Wiederholung dieses Tores. Erst der Pass nach hinten und dann macht er alles richtig. Harter Schuss aus der Halbdistanz. Besser kannst du das Ding nicht verwerten. Die Führung also für Wolfsburg. Tor für den VfL Wolfsburg. Die Nummer 9, Wout Weghorst. Fabian Klos fängt diesen Ball ab. Philipp. Wout Weghorst. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Pass kommt. Gefährlich jetzt. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Hier kommt nochmal die Wiederholung dieses Tores. Zunächst spielen sie zurück und dann bringt er diesen strammen Schuss aus der Mitteldistanz, sodass der Keeper ohne Chance ist. Steht hier, sie machen einen guten Eindruck. Die Nummer 31, Jannik Gehrer. Fabian Klos. Nur eine Minute noch Nachspielzeit, dann ist hier Schluss. Kommt jetzt die Flanke? Gefährlich! Da hat er klasse gearbeitet. Zur Pause eine scheinbar beruhigende Führung. Es steht 2:0, aber sie müssen weiter konzentriert bleiben. Ja, gefällt mir richtig gut, was der heute zeigt. Über ihn läuft ihr Spiel heute immer anspielbar. Geht gute Wege und er hat sein Tor gemacht. Die Wölfe liegen hier bislang vorne. Der zweite Durchgang läuft mittlerweile. Kevin Babu. Philipp. Jannik Gerhardt. Xaver Schlager. Da verlieren sie den Ball. Jetzt ist Platz für den Konter. Sieht gefährlich aus. Arne Meyer. Super Tor. Und auch ein klasse Konter. Genauso macht man das. Genauso will das der Trainer sehen. Da haben sie ihr Tempo ausgespielt, ihre Übersicht und ihre Kaltschnäuzigkeit. Hier ist dieses Tor nochmal. Erst kommt der Doppelpass. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient.
Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Er überzeugt heute als Passgeber. Yannick Gerhardt. Brooks. Wieder so ein klasse Pass. Der Ballverlust. Philipp. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ja, da ist er zur Stelle. Ballgewinn. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Fabian Klos. Arne Meyer. Im Moment stehen sie geballt hinten drin. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass um Pass um Pass um Pass um Pass und das mit einer solchen Sicherheit. Sensationell. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Maximilian Arnold. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Yannick Gerhardt. Auch dieser Ball kommt gut. Sie sind heute sehr sicher im Passspiel. Klasse. Der Pass kommt nicht durch, das wäre eine gute Gelegenheit geworden. Da haben Sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. Lange geht's nicht mehr, aber jetzt kommt es natürlich darauf an, keinen Fehler zu machen. Vielleicht doch noch mal die Chance zum Ausgleich. Er spielt den Pass zurück. Schön vorbeigekommen. Und drin! Ausgleich! Wahnsinn! Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Und dann macht er das super. Aus der Halbdistanz wuchtig im Tor untergebracht. Okay. Dieses Tor gucken wir uns gerne noch mal aus einer anderen Perspektive an. Und sie sind wieder im Spiel nach diesem Ausgleich zum 2:2. Philipp. Eine Minute Nachspielzeit bekommen wir noch. Die zweite Hälfte ist vorbei und wir haben ein Unentschieden. Und jetzt geht's los. Der Schiedsrichter pfeift die ersten 45 Minuten an. Rizodorn! Kein guter Schuss, der geht weit vorbei. Da fällt das erste Tor an diesem Tag. Pass kommt.
Gefährlich jetzt. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Sieht gefährlich aus. Spielt den Pass zurück. Schön vorbeigekommen.